Was geht ab, Leute? Willkommen bei Mimlis One auf dem Kanal zurück. Heute geht es um Kreatin. Was ist Kreatin? Wie wirkt Kreatin? Warum nimmt man Kreatin? Ganz viele Fragen dreht sich um den Mythos Kreatin. Und dadurch ich auch viele Anfragen selber noch bekomme, oft drüber Quatsch wegen Kreatin, weil ich da so gewisse Sachen wie man soll es nicht in Diät nehmen und. Und damit werde ich mit meinen persönlichen Empfinden, was ich jetzt in den letzten 4,5 Jahren oder 5 Jahren, seitdem ich es jetzt mitnehme, herausgefunden habe, werde ich jetzt auf ein paar Fragen eingehen und die mit meinen eigenen Erfahrungen zusammen ergänzen oder beantworten. Und unter anderem ist erstmal, was ist Kreatin? Kreatinphosphat, was ihr im Körper selbst herstellt, so 1 bis 3 Gramm am Tag, durch rotes Fleisch zum Beispiel. Dann Kreatinphosphat, Speicher sozusagen, wenn der mal aufgefüllt ist, habt ihr wie eine Art Speicherzelle, würde ich jetzt mal das so sagen, ohne jetzt wissenschaftlich zu werden, dass ihr einen kurzzeitigen Puffer im Training habt, also sprich, dass ihr mehr Kraftentwicklung innerhalb von ein paar Sekunden habt. Ist in meiner Meinung nach zum Ausdauersport, man kann es mit zu sich nehmen, macht aber meiner Meinung nach keinen Sinn, weil Kreatin an sich so wirkt, dass das ein kurzer Puffer immer ist. Was so nach und nach weggeht, was ihr euch vorstellen könnt wie bei einer Low-Carb-Diät, wenn ihr nur ein paar Kohlenhydrate habt und die Kohlenhydrate Step-by-Step dann verbraucht werden und ihr dann wieder nachfüllen müsst, sozusagen. Dann, wann ihr das einnehmen könnt, ist meiner Meinung nach eigentlich an sich egal. Es ist bloß wichtig, dass ihr das immer einnehmt, also am Tag mindestens 3 bis 5 Gramm. Aus dem Grund, ich persönlich nehme es zum Beispiel nach dem Training, weil ich der Meinung bin, wenn ihr das nach dem Training nehmt, ist die Schlussfolgerung die logische. Ihr habt wieder was verbraucht an eurem Kreatinphosphatspeicher, also nehmt. Wobei ich dann wieder dazu sagen muss, es gibt dann Leute, was bis Abend trainieren, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen, wie es bei mir jetzt ist, das Abend mit zu nehmen nach dem Training. Und wenn ihr jetzt früh geht, würde ich es euch jetzt nicht zwingend gleich empfehlen nach dem Training, weil ihr über den Tag ja durch die Nahrung auch eventuell was zu euch führt. Also sprich, ich würde es immer Abend nehmen, weil ihr Abend meistens immer die gleiche Zeit irgendwie nochmal wach seid, ob das jetzt um 9 oder um 8 oder nach der Arbeit oder wie auch immer ist. Von daher ist es sinnvoll, Abend zu nehmen, meiner Meinung nach. Jeder andere würde was anderes sagen. Die einen sagen, man soll es vor dem Training nehmen, was ich aber Schwachsinn finde, weil der Phosphatspeicher dann noch nicht aufgebraucht ist, weil ihr noch keine körperliche Betätigung hatte, was extrem schwer war. Im Training kann man vielleicht gerade noch so sagen, dass es sich dann wieder auflädt, aber apropos Aufladen, das kommt auch noch mit dazu, ihr braucht keine Aufladezeit. Das wurde früher immer gesagt, dass man eine zweiwöchige Kur nehmen soll, wo man mehr Kreatin zu sich nehmen soll. Ist Schwachsinn. Kreatin, gut, es muss ich vielleicht erstmal mit reinsnacken, das ist klar. Aber an sich, ihr stellt es selber her, also es ist immer vorhanden, mindestens so 1 bis 3 Gramm am Tag, was ihr selber herstellt. Also ist es nicht zwingend nötig, ich finde es Schwachsinn und weil einige, aber da komme ich gleich noch auf die negativen Sachen. Dann welches Kreatin? Es gibt Kreatin, Creapur. Es gibt Kreatin Ultra Kreatin, also Monohydrat, es gibt ganz normales Kreatin, es gibt Krea-Alkalin, glaube ich, gibt es auch noch. Ich würde euch empfehlen, vom Preis-Leistungsverhältnis, wenn ihr keinen Sponsor oder irgendwas habt, immer auf Kreatin Monohydrat zurückzugreifen, aus dem Grund, das ist sehr gut löslich. Wer jetzt Pulver haben möchte, ist aber von Händler zu Händler auch verschieden. Ich muss sagen, wie bei Peak jetzt zum Beispiel, das Kreatin Creapur sollte eigentlich feiner sein von der Struktur her, je höher das angesetzt. Also Kreatin ist die erste Stufe, Kreatin Monohydrat ist die zweite Stufe, Creapur ist glaube ich die dritte Stufe und Krea-Alkalin ist glaube ich die vierte Stufe. Also es wird immer feinpulverischer, also sprich, dass ihr es schneller aufnehmen könnt und verwerten könnt dann sozusagen.
Und Kreatin, Monohydrat, bin ich bis jetzt eigentlich immer am besten gefahren, muss ich sagen. Creapur habe ich gemerkt, bin ich der Meinung, ob es so ist, weiß ich nicht. Es hat besser gewirkt, aber die Löslichkeit war nicht so gut. Und ich mag das nicht, wenn das so pulverig ist. Und deswegen bin ich wieder zum Kreatin Monohydrat zurück. Wenn ihr ein besseres Creapur kennt, was es sehr gut lösen lässt, oder in Kapselform, was nicht zu große Kapseln sind, schreibt es mir gerne mit rein. Wie viel hat man gerade genannt? Also ich würde euch, wie gesagt, Eigenproduktion ist 1-3 Gramm am Tag selber und selber noch dazu supplementieren, lohnt sich eigentlich 5 Gramm bei den meisten Menschen. Es gibt auch Leute, die können 20 Gramm nehmen, die können das verstoffwechseln und vertragen. Es gibt aber auch Leute, wo es zu den negativen Sachen dann kommt, was über 5 Gramm nehmen und das dann nicht vertragen, wie es bei mir zum Beispiel ist. Aber zu den negativen kommt ich gleich noch mit dazu. Also 5 Gramm am Tag sollte, wenn ihr es verträgt, für jeden zugänglich sein. Reicht auch vollkommen, weil ihr nicht mehr am Tag speichern könnt oder verbrauchen könnt. Zieht man Wasser dadurch? Sprich, Aufbau, Diät, Schrägstrich, ist es gut, es in der Diät zu nehmen? Ich sag ja, es ist gut in der Diät zu nehmen, aus dem Grund, dass ihr das Wasser nicht unter der Haut zieht, sondern ihr zieht das Wasser in den Muskel rein. Also ihr werdet praller dann sozusagen. Und das Einzige, wo ich vielleicht sagen würde, dadurch ihr die Wassereinlagerungen trotzdem in den Muskel rein habt, ihr ja schwerer werdet dann durch, ist in der Diät, jetzt, wenn ihr nicht in Wettkampfform seid, eigentlich egal. Aber wenn ihr in den Wettkampf geht, würde ich euch empfehlen, das vielleicht eine Woche davor rauszunehmen, dass ihr dann das nach dem Wiegen wieder einnehmen könnt oder supplementieren könnt, weil es sein kann, dass ihr trotzdem so um die 500 Gramm bis ein Kilo, je nach Körpergewicht, dann nochmal Wassereinlagerungen speichern tut im Muskel. Und da ist das Problem dann, wenn ihr euch wiegen tut zum Beispiel, kann es natürlich sein, dass ihr dann zu schwer seid und es daran liegen kann. Also, aber ich würde euch einfach empfehlen, macht es eine Woche oder 2 Wochen davor mal raus, nehmt es mit raus einfach und dann, nachdem ihr euch gewogen habt, könnt ihr es einfach wieder mit reinnehmen und nach dem Wettkampf. Aber sprich in der Diät jetzt selbst, ich hatte einen krassen Körper vor ein paar Jahren gehabt, wo ich zur FIBO mit war, 2017 war das glaube ich gewesen, oder 2018, ich verwechsel die Daten um. Und da habe ich genauso Kreatin genommen und sah genauso total ripped aus, also alles cool. Dann ein scheiß Mythos, muss man einfach so sagen, dass ihr Kreatin mit irgendwelchen Traubensaft, Apfelsaft oder irgendwelchen Gedöns nehmen müsst. Das ist Schwachsinn. Ihr könnt Kreatin genauso in euren Eiweißshake nehmen. Ihr könnt Kreatin genauso mit Wasser einfach hinterkippen, wenn ihr jetzt Kapseln habt. Ihr müsst keinen irgendwelchen Saft oder was weiß ich was, dass das besser aufgenommen wird. Das ist Schwachsinn. Kreatin wird so oder so im Körper verstoffwechselt. Einmal zum Negativen, einmal zum Positiven. Zum Positiven muss ich sagen, ihr habt wirklich mehr Kraft. Ihr seht praller, also etwas praller aus. Es ist jetzt kein Testo jetzt, sag ich mal, oder was weiß ich, wie es bei Leuten sind, die was ich Testo jetzt zum Beispiel, wo das richtig prall aussieht, wo man das einfach sieht. Aber ihr seht einfach voller aus, so vom Körpergefühl oder vom Kopf, finde ich persönlich. Ihr habt viel mehr Kraft. Also ich merke es wirklich, wenn ich Kreatin rausnehme. Ich habe weniger Kraft, in dem Maximalbereich zumindest. In den Ausdauerbereich gibt sich da meiner Meinung nach nicht viel, aber in den durchschlagenden Kräften alles, was so ab 100 Kilo aufwärts dann Step by Step. Ab wann ihr es nehmen sollt, ich würde sagen, persönlich, wenn ihr 15, 16, 17 seid, würde ich es euch noch nicht empfehlen, weil der Körper da eh genug mit anderen Sachen nach Haushalten tut. Ich würde es euch so ab 17, 18 eher. Macht keinen Sinn, meiner Meinung nach. Und wenn ihr noch voll in der Entwicklung seid, das kommt ja auch auf eure Altersentwicklung drauf an, würde ich auch sagen, spätestens mit 19, 20 könnt ihr es auf jeden Fall nehmen. Eher macht an sich, meiner Meinung nach, keinen Sinn. Maximal, wie gesagt, mit 17 oder 18, eher nicht. Dann zu den negativen Sachen. Ich kann das so viel sagen, entweder das ist wie mit Fett. Wenn du zu viel Fett zu dir nimmst, kriegst du wahrscheinlich Magenprobleme und die Haut hinten raus. Muss ich dazu sagen, also bei Kreatin ist es so, entweder du verträgst es und gewöhnst dich dran oder du verträgst nicht und würde ich dir empfehlen, wenn du das nach einer Woche immer noch nicht verträgst, nimm es einfach nicht, weil nicht jeder verträgt Kreatin-Phosphat. Überschuss, jetzt sag ich mal die 5 Gramm, was so oder so zu euch führt. Durch Nahrung. Und von daher muss ich sagen, da ist auch jeder anders. Manche kriegen schon bei 2-3 Gramm, man muss es so sagen, schon Durchfall. Und von daher ist es nicht zwingend nötig. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Wenn ihr noch Fragen habt, ich mache gerne noch ein Video dazu, weil Kreatin wirklich so ein umfassendes Thema ist. Ich hoffe, ich habe euch alle Fragen geklärt soweit. Und wenn es, wie gesagt, noch Fragen gibt, haut es mit unten rein. Ich beantworte sie euch gern. Und ich hoffe, euch hat es so an sich gefallen, dass ich jetzt nicht so auf wissenschaftliche Dinge und so. Ich war vielleicht ab und zu mal was mit einblenden. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Vielleicht ist es auch, dass es das halbwegs einfach gestaltetes Video. Das sind so die wichtigsten Fragen gewesen. Was mir jetzt so zumindest einfällt. Ja, ich habe auch hier weiter keine Fragen dann noch selber. Was mir jetzt immer so aufgefallen ist, wenn ich Fragen dazu bekommen habe. Und von daher, meine Lieben, haut rein, euer Mimi. Ciao.